Hallo zusammen, heute geht es darum, wie man einen Smudge Stick richtig anzündet und auch wieder ausmacht, damit man ihn wiederverwenden kann, falls ihr nicht den ganzen Stick gebraucht habt. Was ihr braucht, den Smudge Stick. Wir haben heute ein Salbei mit Lavendel, dann Feuerzeug natürlich zum Anzünden. Am besten eine Schale oder ein Teller mit Sand oder Erde und ein Behältnis oder ein Teller, ein Brett zum Drunterhalten, damit wenn der Smudge Stick quasi abbrennt, es nicht einfach auf den Boden fällt. Ich habe jetzt hier ein zweites Räuchergefäß mit Henkel, damit man es gut tragen kann. So, was ihr macht, ihr nehmt den Smudge Sticks von einer Seite. Welche Seite ist eigentlich egal? Auf der einen Seite ist da, wo die Stiele abgeschnitten wurde, auf der anderen Seite sind die Blätter oben. Das heißt, da, wo die Blätter oben sind, ist es natürlich einfacher zum Starten. So, ganz einfach, den etwas nach unten halten, so wie man das früher gelernt hat. Das Feuer steigt nach oben, das heißt jetzt einmal alles anzünden hier, dass es gut brennt, genau. Dann einmal auspusten, schon räuchert's. Jetzt hier drüber halten und ihr könnt durch die Wohnung gehen. Das räuchert jetzt die ganze Zeit weiter und weiter und weiter. Und wenn ihr fertig seid mit dem Räuchern, dann könnt ihr das, ganz schön viel Rauch, gell? Dann könnt ihr das quasi einfach ausdrücken in Sand oder Erde. Natürlich muss etwas Trockenes sein. Das geht so, ihr nehmt den, drückt den hier aus, ruhig ein bisschen drehen, damit ihr wirklich überall hinkommt. Zack, ihr seht schon, es hört auf zu räuchern. Ein bisschen ausdrehen, ausschütteln und fertig. Ihr seht, der ist leicht angebrannt jetzt. Brennt aber nicht weiter, glüht nicht weiter. Das heißt, ihr seid bereit für die nächste Runde, wenn ihr das nächste Mal ausräuchert. Das war's schon. Achtet drauf, nehmt euch was zum Drunterhalten. Beim Ausräuchern einer Wohnung zum Beispiel geht nicht zu nah an die Wände, da das natürlich schon ein bisschen glüht und ein bisschen runterfällt. Wir wollen die Wand nicht dreckig machen. Und bereitet euch davor, falls ihr schon wisst, dass ihr das nicht alles braucht, ein bisschen Sand und Erde vor, damit ihr es wieder ausdrücken könnt. Ich hoffe, es war einfach erklärt. Ich hoffe, ihr könnt es ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Lasst ein Like da und ich freue mich aufs nächste Mal.